Einen wunderschönen guten Tag zurück. Wir sind wieder bei der Legende von Korra, unserem Avatar-Game. Und wir kämpfen uns immer noch unseren Weg frei, nachdem wir in der letzten Folge nicht nur, oh, wo geht's denn hier hin? Nicht nur angefangen haben, sondern auch gleich entführt wurden und unserer Kräfte beraubt wurden. Versuchen wir uns hier den Weg durch die Stadt freizuschlagen. Und das gelingt uns bis jetzt, möchte ich sagen, recht gut. Also, die hier haben noch gar keine Schnitte gegen uns, oder? Wie seht ihr? Oh, so viel dazu. Ich sag sowas und krieg dann gleich so dermaßen auf die Mütze. Okay. Gut. Naja, ist nicht so schlimm. Oh. Was macht denn der? Wir sehen ja gar nichts. Grüner Nebel? Genau, verzieh dich mal, Nebel. Ich will sehen, ob es hier eventuell noch rechts und links Geheimnisse gibt. So. Ich vermute mal, wir müssen da lang. Gehen wir mal hier gucken. Okay. Ah, okay. Das ist eine Barriere, die wir nur mit Wasserbändigen durchkriegen. Und da wir das noch nicht können, werden wir sie wohl überstehen lassen müssen. Oh, und Autosave. So. Also Leute, ganz ehrlich. Also ich weiß es nicht, ich vermute es aber. Wonach sieht für euch diese Wand aus? Ja, ich glaube auch. Ich wechsle mal auf Erde und dann... Ja, dachte ich mir doch. Oh, okay. Große fette Truhe. Ich gehe mal auf Feuer. Mal schauen, wie wir mit Feuer klarkommen. Okay. Ah, okay. Also so viel Damage so schnell wie möglich austeilen. Ja, okay. Oh, ich hab doch geblockt. Okay. Ja. Vielleicht wechseln wir doch Gold. Vielleicht wechseln wir doch wieder. Ich gehe mal wieder auf Luft. Mal schauen, wie wir damit zur Rande kommen. Ja, sorry Leute, ich... Ja, ist ja gut. Ich muss die Sachen nebendran platt machen. Geht einfach nicht anders. Weil da sind schöne... Was war das? Spirit Energy ist da drin. Oh, und eine Truhe. Sehr schön. Wir müssen gleich mal gucken, wofür wir das ausgeben können. Da bin ich gespannt, aber da wird sich sicherlich auch was finden. So. Und es geht gleich fleißig weiter. Wow. Das sollte nicht so schön in die... Oh, shit. In der Gegend rumträumen, sondern meine Gegner platt machen. Bats. Okay. Shit. Oh, ich sehe nichts. Okay, sehr schön. Wie gesagt, ein bisschen mit Ausweichen arbeiten, das glaube ich gar nicht verkehrt. Gerade wo wir vielleicht unsere... Ich glaube, das ist Heilung. Kann das sein? Diese etwas größeren blauen Dinger? Ist das Wasser? Ist das Wasser, das uns heilt? Okay, sehr gut. Trotz blöder Perspektive haben wir im richtigen Moment geblockt. Okay. So, oh, hinten waren noch Kisten. Hä? Von wo waren wir denn gekommen? Wir sind doch von da gekommen. Habe ich die einfach übersehen? Das ist ja eine Schweinerei. Das gibt's ja gar nicht. Okay, da kommen wir bestimmt auch irgendwie ran. Aha. Na gut, gehen wir mal weiter. Mal schauen. Hier kommen wir doch hoch. Was ist das?
Ah, okay, mit Luftbändigen. Schade. Na gut. Na gut. Und dort ist schon wieder eine Kiste gespawnt oder so ein Krug. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Und du haust ab, weil du Angst hast. Zurecht. Ich geh erst mal hier lang. Da vorne war ja noch ein Weg. Ah. Naga, ist das nicht unser Kumpel? Dieser Eisbär, Hund? Was auch immer? Okay, das sieht dann also nach Feuer aus da. Egal, wir sammeln hier erstmal alles, was wir kriegen können. Und wenn es nur Gefäße sind. Wir nehmen alles mit. So, zack. Kann ja definitiv nicht schaden. Kann ja definitiv nicht schaden. Oh, sind da gerade Gegner gespawnt? Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube ja. Okay, die gucken jetzt zu, wie ich ihren Kumpel platt mache. Ist das richtig? Boah. Doch nicht. Hat er sich einfach eingemischt. Gut. Was fällt dir ein? Boah. Okay. Ah, manchmal blocke ich nicht rechtzeitig. Oh, Mist, das B hätte ich mal... Block ich nicht rechtzeitig, zu früh, zu spät, irgendwie sowas. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Da kommen jetzt aber viele, oder? Naja, ist kein Problem. Sowas wie ein Levelsystem gab es jetzt hier nicht, ne? Dass sich das auch lohnt, irgendwie 1000 Gegner platt zu machen. Ich glaube, hier geht's weiter, oder? Aber es gab doch noch einen anderen Weg. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich habe so die dumme Befürchtung, wenn es hier weitergeht, dann war das andere vielleicht ein Geheimnis. Wo waren wir denn hier? Da lang. Okay, which way to Air Temple Island? I should ask someone on that street for help. Okay, dann müssen wir also dahin. Aber oh, habt ihr das gesehen? Da oben links die Kiste, seht ihr das? Mal gucken, ob wir da hinkommen. Mal schauen, ob... Ach, guckt mal, eine Kiste. Keine Ahnung, wofür diese Objekte sind. Ist mir aber ehrlich gesagt erstmal Wurst, wir nehmen sie mit. Weil Schaden kann es definitiv so nicht. Vielleicht bringt uns das ja noch was. Ja, was sagt denn so? Also, mir gefällt das Game... Da komme ich doch im Leben nicht rübergesprungen. Ja, wie gefällt euch das Game? Mir macht es auf jeden Fall erstmal Spaß, obwohl es gefühlt auch erstmal nur draufhauen ist. Aber wer hat denn gesagt, dass draufhauen was Schlechtes ist? So. Außerdem finde ich den Comic-Look ganz ansprechend. Gefällt mir. Ah, ganz gut. Gespannt, wann wir... Ach, jetzt sind wir hier. Wann wir unsere... Och, ich falle doch da jetzt mit Sicherheit runter, oder? Die kann ja hopsen. Wann wir unsere Bändiger-Fähigkeiten wieder kriegen. Los, geh auf. Ein Rang B. Ja, wann wir die wieder kriegen, wird langsam Zeit, oder? Wird langsam Zeit. So das dumme Gefühl, wenn wir hier raustreten, wird es gleich wieder zum Kampf kommen, oder? Ich möchte nicht sagen, ich hab's gesagt, aber ich hab's gesagt. Okay, Schiete. Ja, ist vielversprechend, das so zu machen. Okay, der Hops ist erstmal vorbei. Oh shit, ich wollte eigentlich noch B drücken. Ja, zack. Komm, ich will erstmal dich platt machen. Und dann kümmere ich mich um die anderen. Ihr könnt doch gar nichts. Ach shit. Rauchwolke. Einfach so will er sich davon stehlen, der
feige Hund. Oh, shit. Ja, da habe ich jetzt in dem Nebel nicht richtig gesehen, nicht richtig gesehen. Hallo, hallo, hallo. Und er angreift. So, hier. Jetzt dachte ich, er greift an und ich block wie ein Blöder. Brauchte ich gar nicht. Eine Silb. Wow. Noch mehr? Ach so. Stimmt, unsere HP-Leiste ist weg. Ich habe gerade schon gedacht. Naga, good girl. We've got to get to Tenzin. He'll know what to do. Ha! Okay, let's get going, Naga. Ach was. Okay. Ja, okay, sowas dachte ich mir schon. Cool. Interessantes Tier. Wie war das nicht bei auch bei Avatar, dass die Tiere immer so eine Mischung aus zwei Tieren war oder so? Mir ist da irgendwie so. Okay, eine Kurve. Weil seht ihr das? Sie hat vorne ganz dicke Pfoten und hinten oder arme Beine und hinten ganz dünne. Ja, okay. Okay. Ja, das sieht doch erstmal. Was haben wir da jetzt? Okay. Schön. Okay, und spring. Jawohl. Ja, yes. Ganz toll. Na, einmal falsch, falsch aufgekommen und dann sowas. Naja, machen wir weiter. This isn't over yet. Mist. Lief so gut. Egal, von sowas lassen wir uns nicht unterkriegen. Das sah doch jetzt schon besser aus. Ah, okay. Nehmen wir das. Gab's da zwei Wege? Okay. Wir dürfen nicht so oft getroffen werden, glaube ich. Es ist ja ein kleines bisschen hektisch, wenn ich das mal anmerken dürfte. Hat uns das was abgezogen? Weiß ich gar nicht. Jawoll! Es ist immer noch hektisch. Boah! So schnell konnte ich gar nicht nach rechts drücken. Ich habe nach rechts gedrückt. Ich schwör's. Ich schwöre es. Mist. Probieren wir es nochmal. Hm, klasse. Mhm. Na, das war doch jetzt gar nicht so schlimm. Sehr schön, obwohl wir zweimal gestorben sind. Trotzdem eine Goldmedaille, ne? Das ist doch gar nicht verkehrt, oder? Das kann man doch erstmal so stehen lassen. 53.000 Seelen. Ich weiß nicht, ist das viel? Und trotzdem im Durchschnitt nur Silber. Hä? Wir haben viermal Gold, zweimal Silber und einmal Platin. Und das ist im Schnitt, ist das Silber? Naja, gut. Ah, okay, verstehe. Das sind also die ganzen Items, die wir gerade gesammelt haben. Und dafür kriegen wir dann nochmal Seelen. Seelen? Seelen ist Quatsch. Spirit. Spirit Energy. Also geistliche Energie. Okay, 76.000. Okay, damit kann man also üben. Okay, verstehe. Ich habe immer eine powerful connection mit dem Avatar. And I am honored to help whenever I can. Okay, da ist jemand, der uns helfen möchte.
Ah, okay, wir können in den Shop gehen, wenn wir entsprechend Y drücken. Hello, Cora. I may have something to make your journey a little bit easier. But remember, nothing worthwhile ever comes without a price. Okay, das ist Iroh. Den kennt man auch, wenn man den Anime, die Serie verfolgt hat, kennt man Iroh auf jeden Fall auch. Ist das nicht der Onkel von dem, der Bruder von dem damaligen Feuerlord? Ich glaube schon, ne? Ich habe jetzt leider den Namen von Angs Kumpel vergessen, der dann, der auch Feuer bändigen konnte. Egal. Okay, also hier können wir offensichtlich... Genau, wir können hier also mit unserer Energy können wir hier also Sachen kaufen. Was haben wir denn hier? Ah, okay, das ist ein Heiltrank. Oh, okay, damit können wir uns wiederbeleben, falls wir drauf gehen. Oh, okay, halbes Leben, aber doppelter Damage. Okay, doppeltes Leben, aber halbe Power, das haben wir noch nicht. Oh, okay. Halben Damage, aber dafür kriegen wir doppelte an Seelen. Okay, damit lädt sich unser Chi schneller auf. It's good to let yourself go once in a while. Okay. Ach, das kostet 0. Only, okay, das hebe ich mal noch auf. Only... Also nur eins pro Nutzer. Das heben wir mal noch auf. Okay, das regeneriert HP. Ah, okay. Das macht ab und zu einfach mal einen Konter. Ah, okay. Chi immer voll, aber halbes HP. Okay, wir können nicht mehr gestunt werden oder zurückgeschlagen werden, aber trotzdem halbe HP. Oh, okay. 70.000? Okay, das ist, damit sind wir schneller. Wisst ihr was? Das gönne ich mir jetzt einfach mal. Ja, komm, das nehmen wir auch mal mit. Dann haben wir noch 1000. Ja, okay. Thank you. Come again. Okay, in Cora's Room können wir Sachen... Ah, okay, verstehe. Also um Sachen auszurüsten, müssen wir hier in ihren Raum. Ja, okay. Okay. Ah, okay, verstehe. So, okay. Ja, okay, verstehe. Können wir also jederzeit, auch wenn wir im Spiel sind, da rein. Ah, okay, und das sind die ganzen Sachen, die wir gesammelt haben. Und da gibt es jeweils immer eine Story zu... Aha. Okay, schön. Schön, schön, schön. Okay, das heißt, wir sind jetzt, kommen jetzt schon auf dem Weg ins dritte Kapitel zum Lufttempel. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich, ja, freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Showtime. Bye, bye.